reden jetzt von der drohenden Kernschmelze. Bevor wir im Studio darüber reden, wollen wir wissen, was genau passiert in diesem AKW Fukushima? Was haben diese Explosionen zu bedeuten gehabt und was könnte noch passieren im innersten Kern dieses Reaktors? Das Atomkraftwerk Fukushima, 200 Kilometer nördlich von Tokio, hat sogenannte Siedwasserreaktoren. Und so sieht es tief im Innern dieser Reaktoren aus. Tief drin, in der innersten Schutzhülle, werden die Atome gespalten. Dadurch werden die sogenannten Brennstäbe heiß. Diese geben ihre Wärme direkt ans Wasser ab, das sie umgibt. Das Wasser wird so wie in einem Dampfkochtopf aufgeheizt. Der Dampf wird dann in die Turbinen weitergeleitet. Hier wird elektrische Energie, also Strom, produziert. Dann wird dieser heiße Dampf in ein Kühlgerät geleitet. Dort führt eine Pumpe einen separaten Wasserkreislauf durch. Dieser kühlt den Dampf ab und verwandelt ihn zurück in Wasser. Dieses Wasser wird erneut in den Reaktor gepumpt und kühlt wiederum die Brennstäbe. Die Monsterwelle nach dem Beben am Freitag hat die Stromversorgung in der Region rund um das Kraftwerk gekappt. Das hat den Kreislauf im Reaktor unterbrochen. Ohne Strom nämlich stoppt die Kühlpumpe. Der Dampf wird nicht mehr kondensiert. Im Reaktor wird es sofort heißer und heißer. Weil der Dampf nicht raus kann, entsteht ein gewaltiger Druck. Der Dampf sucht sich einen Weg nach draußen. Es kommt zu einer Wasserstoffexplosion. Hier im Reaktorblock 1 am vergangenen Samstag, Radioaktivität gelangt in die Luft. Das Gebäude wird beschädigt, die innerste Hülle jedoch, wo die Brennstäbe liegen, bleibt laut den Behörden ganz. Doch ohne Kühlung wird's dort drin heißer und heißer. So heiß, dass sogar die Brennstäbe zu schmelzen beginnen. Das wäre die sogenannte Kernschmelze. Das Worst-Case-Szenario wäre dann, dass diese hochradioaktive Flüssigkeit sich durch die innerste Hülle und eine weitere Schutzhülle hindurchfrisst und in den Boden dringt. So würde die Radioaktivität Grundwasser und Boden verseuchen.